Es war mal wieder eine sehr verrückte und ereignisreiche Woche. So viel kann ich schon mal verraten. Es ging mal wieder um das Thema Wasser. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben in der letzten Woche kein Video gebracht. Die war auch sehr ereignisreich, aber positiv ereignisreich, während diese Woche hier ja gemischt war. Wir sind auf jeden Fall um einige Erfahrungen reicher jetzt. Also es fing alles so schön an. Wir verbrachten unseren Tag in der Stadt und haben uns noch schön für den Abend veganes Sushi zum Mitnehmen abgeholt und freuten uns schon auf einen richtig schönen, entspannten Abend mit dem Sushi ausklingen lassen, sind zu Hause reingekommen und als ich dann ins Badezimmer gelaufen bin, sah ich das Wasserproblem in unserem Waschmaschinenschrank. Das ist zum Glück noch nicht auf den Boden getropft. Also es war alles noch im Schrank. Wenn man Wasserschaden sagt, klingt es dramatischer als es war, aber für uns war es die größte Katastrophe überhaupt. Also ich zeige euch das jetzt mal am besten hier am Hauptkessel bzw. in unserem Heizungsbereich. Hier stand also alles unter Wasser. Ich weiß nicht, die Flecken wird man wahrscheinlich nicht mehr, doch man erkennt sie hier auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Auf jeden Fall war hier unten auch natürlich alles nass. Wir haben alles rausgeräumt aus den Schränken und haben immer wieder drunter gefasst und es war wirklich klitschnass, ja, also durchtränkt. Es ist schön, dass dieses Paulownia-Holz einfach so gut wieder durchtrocknet. Also das heißt, die Ursache hatten wir da noch nicht wirklich gefunden. Erst am nächsten Tag, bevor wir den Techniker angerufen haben, fiel mir auf, dass das Leck eben nicht hier vorne irgendwie entstand, da wo man es eigentlich erwarten würde, an den Schellen, die wir immer wieder nachgezogen haben oder wie es erwartet hätten, sondern unter diesem Vorkessel hier, diesen kleinen, den wir jetzt auch gerade umgehen, dazu komme ich gleich. Da war ein Leck in dem Kessel selbst. Der Kessel selbst hatte geleckt. Und da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Wir haben immer wieder nachgewischt. Dann habe ich es tröpfeln sehen. Immer als ich dann quasi die Pumpe angemacht habe, beziehungsweise das Wasser, tröpfelte es immer wieder da raus. Als das Wasser dann ausgemacht wurde, aber nach wie vor auf Druck war, tröpfelte es weiter. Und das war dann eben die Ursache. Der Stress entstand natürlich oder entsteht immer dann, wenn man weiß, man hat vieles hier selbst gemacht und man findet aber den Fehler nicht. Also hier auf Fehlersuche zu gehen, während das Wasser oder die Suppe hier noch rausfließt, das war einfach eine Situation, mit der ich nicht mehr so gut oder wir nicht mehr so gut umgehen können, ne? Wir waren wirklich, also ich war gerade nervlich sehr gereizt, ja. Ich konnte da nichts nachziehen, nichts kleben, nichts nachrüsten. Es war halt einfach, man war halt einfach ahnungslos und man musste eben jemanden rufen, der sich mit diesen oder holen, der sich mit diesem System so auskennt, dass wir das schnellstmöglichst umgehen. Also, dass wir quasi, wir wussten halt, dass es nur bei der Wassererzeugung oder wenn wir das Wasser auf Druck bringen, dann leckt. Und nicht bei dem eigentlichen Heizvorgang. Der Konvektoren, der Heizungskonvektoren oder der Fußbodenheizung, die waren davon ausgenommen. Das heißt, es ging eigentlich nur darum, Warmwasser. diesen Vorkessel zu umgehen. Und da haben wir jemanden gerufen. Ein Glück kennen wir diesen jemanden und ein Glück ist der hier auch ganz in der Nähe. Als der Techniker dann kam, ein Glück, ja, es war wirklich ein Notfall, hat er dann hier eben geschafft, diesen Vorkessel zu umgehen, damit das Wasser jetzt nur noch von dem Hauptkessel aufbereitet wird. Der Vorkessel diente ja eigentlich nur dazu, dass wir immer fließend warmes Wasser haben, quasi. Also immer ausreichend warmes Wasser, wenn wir mal nacheinander duschen wollen oder der eine abspült und der andere duscht. Die Heizung läuft nach wie vor über den Vorkessel. Also der Vorkessel ist da immer noch mit eingespannt, weil das hatte nichts mit dem Heizsystem zu tun oder den Konvektoren, sondern wirklich nur mit der Wasseraufbereitung. Es scheint so zu sein, dass wir eine Drucksituation haben, also vielleicht zu viel Druck hier haben im Haus, obwohl wir uns ja eigentlich für eine Campingpumpe entschieden haben, ne? Die kommt aus dem Campingbereich, erzeugt aber 2,5 bar, was aber für den Campingbereich schon recht hoch ist. Das Mittelmaß liegt wohl da bei 1,5 und 1,8 bar. Trotzdem sollte das meiner Meinung oder unserer Meinung nach nicht passieren. Der nächste Schritt wird also sein, die Alde Flow, also den Vorkessel, eben zu Alde zu schicken, um zu gucken, wie entstand dieser Fehler oder wo ist der Fehler.
Dazu müssen wir die aber leider erstmal ausbauen. Und das wird jetzt noch etwas aufwendiger, weil hier in den Heizungsrohren oder im Heizungssystem befindet sich die Glykolflüssigkeit, die wir dann wahrscheinlich ablassen müssen, um diese auszubauen. Es kann eine Riesenschweinerei werden. Wir müssen halt gucken, wie viel Glykolflüssigkeit muss dann hier raus und müssen das dann vorsichtig lösen. Ja, also es wird noch eine etwas größere Arbeit auf uns zukommen, aber jetzt haben wir zumindest kein Leck mehr und brauchen diesen Vorkessel jetzt erstmal nicht unbedingt. Die nächste Aufgabe wird sein, den Hersteller unserer Pumpe zu erreichen. Wir haben uns ja für eine Smart-Pumpe von Lilie entschieden, die automatisch den Druck regelt. Haben uns damals allerdings auch schon für ein Modell mit bis zu 2,5 Bar entschieden, wo auch einfach mehr Durchfluss ist, dass wir, wenn einer hier duscht oder im Bad ist und der andere in der Küche abspült, dass wir einfach genügend Wasserfluss auch haben, ohne einen zu hohen Druckabfall. Das war uns ganz wichtig. Das scheint aber in Kombination, so zumindest von dem Techniker, der gestern da war, um uns zu helfen, auch noch nicht optimal zu sein, weil die Schläuche wohl auch nicht alle dafür optimal oder die Verbinder nicht für diesen hohen Druck konstant ausgelegt sind, was wir natürlich auch nicht wussten. Es gibt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder müssten wir hier im vorderen Bereich die Schläuche austauschen. Da gibt es starrere Schläuche, die auch einen viel, viel höheren Druck standhalten können. Somit müssten wir aber auch alle bestehenden Verbinder austauschen, weil die über ein Klicksystem funktionieren. Und wir haben ja jetzt hier Schläuche, die man einfach aufsteckt und mit einer Schelle befestigt. Falls wir das nicht tun, müssen wir definitiv die Schläuche trotzdem erneuern, weil die sich durch die Wärme auch immer so ausgedehnt haben. Das heißt, die haben gar nicht mehr die Form, die sie haben sollen. Falls wir den Druck unserer Pumpe nicht reduzieren können über einen Druckminderer oder was anderes, dadurch, dass unsere Smart-Pumpe ja eigentlich alles automatisch regelt und wir das nicht manuell verstellen können, könnte es passieren, dass wir uns eine neue Pumpe mit maximal 1,8 Bar kaufen müssen. Das wäre für uns nicht nur finanziell irgendwie doof, sondern haben wir auch im Haus komplett Verbraucher- oder Wasserhähne aus dem Haustechnikbereich eingebaut mit einem etwas höheren Durchfluss, außer jetzt in der Dusche, da haben wir einen 6 Liter Sparaufsatz. Aber da haben wir natürlich auch ein bisschen Sorge, dass spätestens, wenn zwei Menschen gleichzeitig den Wasserhahn öffnen, dass der Durchfluss einfach zu gering wird, dass wir dann an Wasserdruck verlieren und die Pumpe dann vielleicht nicht mehr mithalten kann. Das wäre ein bisschen schade. Wir haben versucht, den Hersteller zu erreichen der Pumpe und das ist auch ein bisschen schwierig im Servicebereich. Also so schnell haben wir da leider noch keine Lösung. Aber wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und hoffen, eine Lösung zu finden, wo wir eben keine neuen Produkte großartig kaufen müssen, sondern mit dem, was wir haben, zurechtkommen. Ein großer Vorteil oder wofür wir sehr, sehr dankbar sind, ist, dass wir im Rest des Hauses, also alles vom Kessel abgehend hin zu den Verbrauchern, wir Haustechnik verbaut haben. Das heißt, da sind sehr, sehr starre Leitungen, die noch einem viel höheren Druck auch standhalten können. Auch die Verbindungen sind aus dem Haustechnikbereich. Das heißt, es bezieht sich alles nur, unser Hauptproblem, auf diesen Bereich, auf die Verbinder, die sich am Kessel befinden. Und welchen Tipp wir auch noch mit auf den Weg bekommen haben und was wir uns definitiv zu Herzen nehmen werden, wenn wir beide das Haus verlassen, werden wir in Zukunft einfach die Sicherung der Pumpe rausziehen. Das ist für uns kein großer Aufwand, kein großer Weg, dass einfach, sofern irgendwo ein Druckabfall passieren sollte, die Pumpe nicht automatisch anspringt und nachpumpt. Also dann schützen wir uns da auch schon ein bisschen, dass eben der Schaden nicht noch größer ist. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr habt hier auch aus diesem Video was mitnehmen können oder aus unseren Fehlern. Wir, wie schon gesagt, halten euch immer mal wieder auf dem Laufenden, gerade wenn wir auch dann zu einer Lösung gefunden haben. Hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne einen Daumen und ein Abo und schaltet auf jeden Fall in einer Woche wieder ein. Tschüss.